Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel in der ersten Hauptrunde beim FC Villingen, Entschuldigung. An meiner Seite, wie immer, unser Cheftrainer Dimitrios Gramotzes und aus der Mannschaft Marvin Pieringer, der heute mit uns hier vor Ort ist. Dimitrios, dann fangen wir bei dir an. Wie sieht denn der Personalstand aus vor dem DFB-Pokalspiel? Ja, der erstmal Glück auf und hallo an die Runde. Der Ralle Fährmann ist ja wieder diese Woche zurückgekehrt. Ist seit Anfang der Woche wieder ganz normal dabei und ich muss sagen, dass sein Zustand besser als gedacht ist. Ich finde, er hat sich in den Trainingseinheiten jetzt auch gut verpackt, auch die Intensität. Und jetzt gucken wir uns heute und morgen nochmal die Trainingseinheiten an und entscheiden dann, ob es dann für einen Einsatz reicht oder nicht. Aber er hat bis jetzt alles gut verpackt. Und deshalb ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv. Und wir hatten leider mit dem Michi Lange einen kleinen Trainingszusammenprall gehabt vorgestern, wo der Michi dann so eine leichte Gehirnerschütterung von sich getragen hat und wahrscheinlich ausfallen wird für das Spiel jetzt auch am Wochenende, weil das auch zu risikoreich ist, so eine Verletzung am Kopf. Aber sonst sind alle Jungs eigentlich zur Verfügung und von daher bin ich froh, dass alle bisher gut durchgekommen sind. Danke, Coach. Marvin, jetzt zu dir. Wie groß ist deine Vorfreude auf das Spiel am Sonntag in Villingen? Ja, auch hallo erstmal von meiner Seite. Ja, es ist natürlich eine riesige Freude bei mir. Es ist mein erstes DFB-Pokalspiel und es ist natürlich was ganz Besonderes. Und vor allem ist auch fast in der Heimat bei mir zu Hause. Es kommen einige Freunde und Familie zuschauen. Von daher ist es nochmal ein Stück schöner. Also ich freue mich riesig auf das Spiel und hoffe natürlich, dass wir in die nächste Runde einziehen können. Und damit geht's an die Fragen und den Anfang macht Dirk Große Schlamann für Sky Sport News. Trainer, Sie haben gerade gesagt, alle sind dabei. Heißt das auch Malik Chow? Der hatte ja in Kiel so einen Eisbeutel auf dem Oberschenkel. Müssen da Vorsichtsmaßnahme, dass da nichts reißen kann oder ist das komplett ausgeheilt? Also Stand jetzt wird er heute wieder mittrainieren. Das war meine letzte Info. Natürlich müssen wir noch mal schauen, wie es dann aussieht, wenn er dann wieder ins Laufen kommt, wenn er dann die ersten Teile mitmacht. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass er da wieder auf dem Spielfeld stehen wird. Aber wir müssen natürlich heute und morgen nochmal abwarten, das Training. Die nächste Frage kommt von Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Noch kurz was zum Torwartthema. Ralf Herrmann ist wieder zurück. Ist er dann auch ganz automatisch wieder die Nummer 1? Zweimal hat es mit Langer ja ganz gut funktioniert. Ja, ich habe mich ja bewusst auch für den Ralle entschieden vor der Saison als Nummer 1. Und wenn der Ralle 100% fit ist, dann ist er auch unsere Nummer 1 und bleibt auch unsere Nummer 1. Max Backhaus für die Bild stellt die nächste Frage. Ja, Marvin, ich habe gegoogelt, Pieringer, Filling, habe gesehen, du hast zweimal gegen die gespielt, zwei Tore geschossen. Hältst du die Quote, wenn du spielst und hast du den Kollegen schon gesagt, wie man dort bestehen kann? Ja, dass ich zwei Tore gegen die gemacht habe, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ist natürlich schön zu hören. Und wenn ich dann zum Einsatz kommen werde, hoffe ich natürlich, das auch bestätigen zu können mit nochmal dem einen oder anderen Tor oder einem guten Spiel eben. Und von daher freue ich mich einfach auf die Begegnung, auf dort alles zu geben und in die nächste Runde zu kommen. Der Große Schlammer. Trainer, vor so einem Spiel ist ja, es wird immer viel geredet, Underdog und so weiter. Die Trainer können sich den Mund fusselig reden. Wenn die Spieler auf den Platz gehen, passiert es recht häufig, dass sie trotzdem den Gegner unterschätzen. Wie kann man das zumindest minimieren, diese Sorge? Ja, ich denke, dass das erstmal für uns ein sehr schöner Wettbewerb ist. Ich denke, DFB-Pokal zu spielen und hoffentlich vielleicht das Ziel zu haben, dann auch zu sagen, okay, wir fahren dahin, um ein gutes Spiel zu machen und auch eine Runde weiterzukommen. Das muss Ansporn genug sein. Es ist ein geiler Wettbewerb. Es ist eine Abwechslung auch zu einem Liga-Alltag. Aber wir wissen ganz genau, was auf uns auch zukommt. Es ist eine Mannschaft, die gut Fußball spielt, sie versuchen hinten raus zu spielen, sie versuchen Lösungen zu kreieren im Spiel mit dem Ball. Sie haben einige Jungs, die in der Oberliga schon ihrem Mann gestanden haben, einige auch, die aus der Freiburger Jugend zum Beispiel kommen, die jahrelang auch im NLZ waren, dort gut ausgebildet worden sind und dort auf diesem Niveau wirklich tolle Spiele gemacht haben. Sie haben mit Sautner jemanden, der in den Halbräumen wirklich sehr, sehr stark ist, deren Antreiber auch ist, auf engen Räumen versucht immer wieder auch sich den Ball zu holen, das Spiel zu machen. Sie haben vorne drin Jungs wie Plavci zum Beispiel, der auch zwischen den Linien spielt, sehr intelligent spielt, dann aber auch mit reingeht. Sie haben Tadic im Mittelfeld, der auch jetzt im letzten Spiel gegen Neustadt
als Sechser, Achter immer wieder nachgeht und Tor erzielt hat. Also sie sind schon eine spielerisch sehr starke Mannschaft. Sie versuchen auch viel, viel spielerisch zu lösen. Agieren aus einer Dreierkette zwei raus, aber sind da auch sehr, sehr variabel. Verschieben die auch mal auf einer Seite. Also ich denke, dass der Trainer da ist, ein sehr, sehr junger Trainer, der da aber, finde ich, schon eine klare Handschrift hat. Ja, auch irgendwo, man sieht, dass er, was er will auf dem Platz. Und deshalb wird es ein Gegner sein, der top motiviert ist, wenn man sich die Aussagen auch anhört. Auch in der Presse rechnen sie auch damit, dass sie uns gefährlich werden können oder wollen auch uns schlagen unbedingt. Das zeigt auch, dass sie da auch mit Selbstvertrauen reingehen, aber wir werden das Spiel absolut ernst nehmen. Also ich habe richtig Bock auf den Wettbewerb, die Jungs haben richtig Bock auf den Wettbewerb, wir werden uns heute und morgen nochmal richtig gut vorbereiten und dann wollen wir da hinfahren, erstens ein gutes Spiel machen. Es werden ja auch einige Fans von uns mal wieder dabei sein bei dem Auswärtsspiel. Das ist auch für uns wieder eine große Hilfe. Und da wollen wir diesen Fans auch ein gutes Spiel zeigen und eine Runde weiterkommen, ganz klar. Andi Ernst. Sie haben einen neuen Spieler, Rodrigo Salazar. Frage 1, spielt er am Sonntag schon mit? Ist er schon eine Alternative für die Startelf? Und Frage 2, was zeichnet ihn aus? Sie wollten ihn ja schon nach Darmstadt holen. Warum ist er der richtige Spieler? Und ergeben sich dadurch vielleicht noch taktisch etwas mehr variablen Varianten für Sie? Ja, Sie haben schon richtig gesagt, der Rodrigo hatte ich schon in Darmstadt auf dem Zettel gehabt und da ist der Transfer leider nicht zustande gekommen. Ja, er ist ein Junge, der der Mannschaft sehr, sehr viel Energie bringt, in der Offensive wie auch in der Defensive. Er hat ein sehr hohes Laufvolumen, er ist sich für keinen Laufweg zu schade, ist ein Mentalitätsspieler und darüber hinaus auch im Spiel mit dem Ball jemand, der auch 1-gegen-1-Situationen auf engem Raum lösen kann, auch den Blick hat, wann muss er mal vertikal spielen, wann muss er mal die Verlagerung bringen, wann muss er auch mal den Ball halten. Und das sind einfach wichtige Aspekte, die für mich auch für unser Spiel sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke, man hatte jetzt in der ersten Trainingseinheit schon gesehen, dass er ja auch körperlich auf einem guten Niveau ist. Er hat die Hauptbelastungseinheit in dieser Woche gut überstanden und hat da schon einige Akzente setzen können. Und ich bin sehr, sehr glücklich und auch Kompliment an Ruven Schröder und sein Team natürlich, dass dieser Transfer zustande gekommen ist, weil es war nicht einfach. Es war schon eine zähe Angelegenheit, aber Ruven ist dran geblieben und deshalb finde ich, ist das eine Top-Arbeit. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir den Jungen mit seinen Stärken bei uns integrieren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass wir ihn dabei haben. Ja, wir werden heute und morgen nochmal abwarten. Also ich denke, wichtig war für mich, dass er die Hauptbelastungseinheit geschafft hat und jetzt mal gucken, wie er die verpackt hat. Gestern war frei, heute unterhalte ich mich gleich mit ihm und dann werden wir zusammen entscheiden, ob es schon Sinn macht, ihn am Wochenende auflaufen zu lassen von Beginn an. Norbert Neubaum, für die, nee, hat sich erledigt die Frage? Ah, war die selber. Okay, dann macht Manni Hendriok für die Watz weiter. Nee, andere Seite, Manni. Navin, wenn ich richtig informiert bin, hast du vor einem Jahr genau noch in der Regionalliga gespielt, also eine Liga über Villingen. Wie groß ist der Unterschied und daran angeknüpft, wie groß war für dich die Umstellung jetzt? Du hast ein halbes Jahr zweite Liga in Würzburg gespielt, aber wie groß war für dich die Umstellung von der Regionalliga dann in den Profifußball? Ja, die war sehr groß, muss ich sagen. Also ich habe in der Regionalliga letzte Saison noch in der Hinrunde, glaube ich, 12 Tore gemacht und bin dann in die zweite Liga nach Würzburg gegangen. Und da habe ich vom ersten Spiel an gemerkt, dass es eben was ganz anderes, vor allem körperlich, von den Zweikämpfen her, vom Tempo her, was ganz anderes ist, als in der Regionalliga, in der zweiten Liga zu spielen. Und das habe ich aber dann, finde ich, ganz gut angenommen. Habe dann in Würzburg auch meine Tore gemacht und hat dann zwar mit dem Abstieg geendet, aber trotzdem habe ich, denke ich, eine ordentliche Rückrunde gespielt. Und jetzt im Vergleich zu hier ist es eben noch mal ein paar Stufen drüber. Gerade von der Trainingsintensität, von den Spielen her ist es hier noch mal ein Stück mehr. Und habe vielleicht auch den einen oder anderen Tag, die eine oder andere Woche gebraucht, um hier reinzufinden. Aber mittlerweile denke ich, dass ich auf einem guten Weg bin. Und dass es dann in den nächsten Wochen auch zu immer häufigeren Einsätzen kommt, hoffe ich natürlich. Max Backhaus für Bild. Ja, Coach, Sie haben gesagt, dass man mit Ralf Fährmann und mit Rodrigo Salazar rechnen kann, wenn es die Fitness zulässt in der Startelf. Wie sieht es bei Dries Wouters aus? Auch er braucht ja Spielpraxis, um möglicherweise danach auch topfit gegen Aue zu sein. Also wir werden das Spiel jetzt nicht nutzen, um irgendwie durchzurotieren, um Experimente irgendwie zu machen, sondern es geht darum, dass wir
die bestmögliche Elf auf den Platz schicken. Es kann aber durchaus sein, dass es auf der einen oder anderen Position eine Änderung gibt. Das ist aber nicht, um irgendjemandem Spielpraxis zu geben, sondern um auch da gewappnet zu sein. Und ich denke, dass Dries jetzt auch relativ spät dazugekommen ist. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um auch fitnesstechnisch auf ein Niveau zu kommen. Und ja, es kann durchaus sein, dass er am Wochenende spielen wird. Andi Ernst macht weiter. Herr Gramotzis, heute kommt Matthew Hoppe zurück. Wie war Ihr Kontakt in den vergangenen Wochen zu ihm? Und haben Sie schon darüber gesprochen, dass er die Nummer 3 oder Nummer 4 im Sturm sein wird? Das ist für ihn ja dann eher ungewöhnlich. Und wie sehen Sie seine Position und seinen Spielertyp jetzt in dieser aktuellen Zweitliga-Saison? Ja, man hat natürlich immer wieder Kontakt über Nachrichten und so weiter, um sich kurz abzudaten. Ich denke, es war für ihn jetzt auch eine lange Zeit bei der Nationalmannschaft und auch Gratulation hier nochmal von meiner Stelle aus für den Jungen. Ich finde, das ist ein toller Erfolg auch für ihn, für seine Karriere. Nicht nur jetzt für uns, dass er ein Spieler von uns ist, sondern auch für ihn. Es ist, denke ich, ein toller Erfolg und er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieser Erfolg auch letztendlich zustande kam. Und wir hoffen uns natürlich, dass er dieses Selbstvertrauen auch mitbringt. Es ist immer natürlich nicht einfach, wenn jemand eine komplette Vorbereitung wirklich raus ist und dann auch mit der Nationalmannschaft so lange unterwegs ist. Ja, wir müssen uns erstmal auch ein Bild machen von ihm, wie sein körperlicher Zustand ist. Ist er müde? Ist er vielleicht untertrainiert? Ist er übertrainiert? Das sind einfach Sachen. Natürlich wissen wir, haben den Stand gehabt, wie die Trainingsbelastung war oder auch wie die Spielbelastung war. Aber letztendlich weiß man das erst, wenn der Junge zurück ist. Und jetzt werden wir uns mit ihm unterhalten und ja, ich denke, über die Qualitäten von Matthew mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Agilität wird er auf jeden Fall auch ein Bestandteil sein, der uns auch seine Qualitäten auf den Platz bringt. Und deshalb bin ich froh, dass er auch wieder zurück ist von der Nationalmannschaft, weil es jetzt auch wirklich schon ein sehr, sehr langer Zeitraum war. Max Backhaus. Ja, Salif Sané hat bei Twitter, wenn es sein Account war, was ich aber wegen der großen Followerzahl glaube, hat er verkündet, dass er bald wieder mit der Mannschaft auf dem Platz ist. Kann man mit einem baldigen Comeback rechnen? Und wie ist der Gesundheitsstand? Ich weiß nicht, ob man sich immer an Instagram halten soll, ob ein Junge wieder einsteigen kann oder nicht. Weil ich glaube, da wären einige Langzeitverletzte schon morgen im Mannschaftstraining wieder dabei. Also von daher ist es nicht die beste Quelle, um sich da Informationen zu holen. Ja, es geht darum, wir haben unseren Fahrplan, der ist ganz klar strukturiert, mit unserer medizinischen Abteilung abgesprochen und auch mit Salif. Von daher gibt es da gar keine Abweichungen und wir sind im ständigen Kontakt mit dem Jungen und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann wird da auch sofort Informationen rausgegeben und mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ja, die Reha verläuft bis jetzt positiv. Also der Verlauf ist auch gut. Der Junge versucht natürlich Stabilität reinzubekommen in die Kniegeschichte. Und bis jetzt ist die Entwicklung so, dass die Reha gut läuft. Norbert Neubaum. Ja, also wir müssen uns erstmal mit dem Jungen heute unterhalten. Ich glaube, ihn einfach auch mal abzuchecken und dann auch zu sehen, wie es da aussieht. Der hat ja noch ein bisschen den Flugzeugsitz wahrscheinlich noch hinten drauf auf seinem Rücken. Mal sehen, ob der den heute schon weg hat. Und dann müssen wir einfach entscheiden, wie es da aussieht. Da kann ich jetzt noch keine Prognose stellen. Max Backhaus. Noch eine Frage an Marvin. Wie ist denn dein erster Eindruck vom Rodrigo Salazar? Wie macht er sich so auf dem Platz und neben dem Platz? Ja, extrem gut. Also jetzt, wir hatten ein Training zusammen am Mittwoch und da hat er direkt bewiesen, was für ein Spielertyp er ist. Er ist technisch extrem weit, weiß, wann er das Spiel anziehen muss. Er will den Ball immer haben und von daher denke ich, dass er uns in einigen Spielen noch sehr weiterhelfen kann und freue mich auch, dass er bei uns im Team ist. Manni Hendriok, Höli Watt. Frage an den Coach zu Marvin. Marvin hofft natürlich auf einen Einsatz. Welche Hoffnung können Sie machen und wie sehen Sie seine Entwicklung, auch vielleicht mit Blick auf das Spiel gegen Felbert, wo ihm ja 3 Tore gelungen sind? Ja, ich glaube, Marvin hat schon einiges dazu gesagt, dass er am Anfang schon sich so ein bisschen eingewöhnen musste an Trainingsintensität, Trainingsqualität und auch Spielintensität.
Aber wenn ich seine Entwicklung jetzt beurteilen kann in diesem kurzen Zeitraum, jetzt seitdem er hier ist, finde ich, ist es wirklich sehr positiv. Er ist ein sehr, sehr lernwilliger Spieler, der Sachen, die man ihm sagt, auch versucht, schnellstmöglich umzusetzen und die auch, ja, auch macht. Und letztendlich liegt es nicht nur für Marvin, sondern an allen Spielern, liegt es bei ihnen selbst, sich zu zeigen und sich zu empfehlen. Ich weiß, dass ich jetzt mich auf Marvin immer verlassen kann. Das weiß ich auch, seitdem wir ihn geholt haben, weil er wirklich versucht, in jedem Training sich zu verbessern. Und wenn er weiter so arbeitet, wenn er weiter so Gas gibt, ja, dann wird er auch seine Chance bekommen. Wichtig ist aber, dass er weiter an sich arbeitet und die Stärken, die er hat, natürlich noch mehr reinbringt, weil er ist ein absoluter Boxspieler, der auch nicht so viele Chancen braucht in der Box. Das müssen wir einfach noch mehr perfektionieren, dass er so wenig wie möglich an Schüssen braucht, um ein Tor zu erzielen. Das hat er gegen Felbert schon gezeigt. Und was er besonders gut macht, finde ich jetzt auch, dass er seinen Körper sehr gut reinstellt. Das hat man jetzt auch gemerkt, nicht nur, weil er Lorenz jetzt einen Cut verpasst hat von Kiel, sondern auch, weil er versucht, wirklich aktiv mit seinem guten Körper zu arbeiten. Und den kann er, glaube ich, noch mehr in Aktion bringen. Und wenn er das macht, dann wird er auch, ja, viel mehr Aktionen noch haben, die dann im letzten Drittel enden. Und seine Entwicklung ist wirklich durchaus positiv. Alle Ernst. Herr Gramotzis, die nächsten Gegner in der zweiten Liga sind Aue und Regensburg. Ist das Spiel jetzt in Villingen ein guter Test, weil die Spiele ja taktisch etwas anders verlaufen werden als Kiel und Hamburg? Ist das jetzt schon ein guter Test für die nächsten Zweitligaspiele, die vielleicht ähnlich verlaufen könnten wie das Pokalspiel? Also Meisterschaft denke ich jetzt muss ich gar nicht, weil dafür ist mein Fokus zu sehr auf diesem Spiel jetzt im DFB-Pokal und darauf ist auch mein ganzer Blick. Aber klar ist auch, das habe ich ja auch gesagt, dass wir uns in einigen Sachen einfach verbessern müssen. Und das Spiel mit dem Ball ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie der gegnerische Trainer seine Strategie wählt, ob er sagt, wer geht vorne drauf und will das hochpressen oder vielleicht eher abwarten spielen und auf Konter spielen. Das werden wir sehen, wenn der Anpfiff ertönt. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir ja auch jetzt gegen Villingen ja auch mehr Torchancen herausspielen müssen, mehr Ballbesitz haben müssen, auch uns kreative Lösungen herausspielen müssen. Und natürlich ist das auch zusammen mit dem Training, wie auch aber jedes Spiel in der Meisterschaft, immer ein Entwicklungsschritt. Und ich denke, dass das Spiel gegen Kiel schon einige Sachen hat, ja, oder gesehen hat, die verbessern zu sind, aber die schon verbessert wurden, auch im Spiel mit dem Ball. Und jetzt müssen wir weiter dranbleiben. Und ich denke, dass die Mannschaft gewillt ist, sich zu verbessern. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und darum werden wir das auch weiter trainieren. Gibt es weitere Fragen an den Cheftrainer oder Marvin? Andreas Ernst hat noch eine. Will ich jetzt auch mal eine Frage an Marvin stellen. Du hast im Sturm zwei Top-Jungs vor dir mit Bülter und Terodde. Jetzt kommt auch noch Hoppi zurück. War das eine Rolle, auf die du vorher eingestellt warst? Enttäuscht dich das ein bisschen oder siehst du das locker? Ja, als ich die Nachricht von Schalke bekommen habe, dass sie Interesse haben, war mir natürlich von Anfang an klar, dass es schwer wird, sich am Anfang hier direkt durchzusetzen. Aber würde ich nicht von mir selber überzeugt sein und denken, dass ich das Potenzial habe, mich dort durchzusetzen und auf lange Zeit dann irgendwann auch von Anfang an zu spielen, dann hätte ich die Aufgabe auch nicht angenommen. Also ich bin schon davon überzeugt, dass ich das Potenzial dazu habe und werde meinen Weg weitergehen und hoffe dann, dass ich auf so viel Spielzeit eben wie möglich komme. Gibt es weitere Fragen? Manni Hinterjock hat noch eine. Kurz eigentlich nur, Sie haben sehr viel Detailwissen über Villingen gerade schon gehabt. Haben Sie die Mannschaft selber beobachtet? Haben Sie Videos gesehen oder lassen Sie sich informieren über den Gegner? Wir haben auch Videoaufnahmen gehabt, vor allem im letzten Spiel, das Sie hatten im Verbandspokal gegen Neustadt. Das haben wir uns im Detail angeschaut und ja, das hat schon einige, ja, Sachen auch gezeigt. Nochmal, also ich möchte jetzt nicht übertreiben oder untertreiben. Wir wissen, dass ein Gegner auf uns wartet, der eine Runde weiterkommen will, genauso wie wir. Aber nichtsdestotrotz wollen wir als Schalke 04 auch zeigen, dass wir die höherklassigere Mannschaft sind und eine gute Mischung zwischen, ja, Top-Professionalität, aber trotzdem zu wissen, wer wir sind, ist, glaube ich, angebracht. Und nochmal, Villingen ist keine Laufkundschaft. Sie haben auch im letzten Spiel gezeigt, dass sie viele offensive, kreative Möglichkeiten haben und da müssen wir top vorbereitet sein. Max Backhaus.
Ja, noch eine Frage an den Coach. Unter der Woche haben Orvian, Bülter und Drexler im Mannschaftstraining zwischendurch gefehlt. Der Grund war Belastungssteuerung. Kann man das etwas konkretisieren? Ich habe beispielsweise bei Orvian gehört, er hätte Knieprobleme. Ja, beim Thomas ist es so, der hatte vor circa 3 Wochen einen kleinen Schlag im Training bekommen aufs Knie. Und seit diesem Zeitpunkt hat er immer wieder so ein bisschen kleinere Probleme. Und wir wollen das einfach versuchen, diese kleine Reizung, die sich da in der Patellasehne gebildet hat, nicht zu sehr aufkommen zu lassen und deshalb immer wieder mal rausnehmen, damit das dann nicht zu viel wird. Aber er ist trotzdem stabil. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie auf den Stock geht, sondern wir wollen einfach diese Sache nicht zu sehr reizen an dieser Stelle. Und bei Domme Drexler ist es so, ich meine, der kam relativ spät zu uns, war jetzt auch erst in der dritten Woche, glaube ich, in Köln, also war jetzt auch noch nicht im Top-Top-Zustand. Und bei ihm müssen wir natürlich auch schauen, dass wir jetzt nicht in jeder Einheit überpacen. Und bei Marius ist es genauso, der kam auch ein bisschen später, hat jetzt auch letzte Saison nicht so viel gespielt. Und wir müssen einfach schauen, dass wir auf der einen Seite natürlich die Jungs trotzdem fordern im Training, damit die Fitness steigt. Aber wir müssen natürlich schauen, dass es nicht zu viel ist, dass sie sich dann Verletzungen holen. Und das versuchen wir wirklich zu tun. Aber ich finde, das Zusammenspiel auch mit unserer Athletikabteilung ist wirklich top. Ich muss sagen, die machen echt einen super Job und versuchen da immer wieder auch ein gewisses Maß zu finden, in Absprache mit mir, wie wir die Jungs am besten für das nächste Spiel vorbereiten. Andreas Ernst hat noch eine weitere Frage. Sie haben Bostogan und Mercan zur U23 in einem Testspiel geschickt. Können Sie mal sagen, was dahinter steckt? Spielpraxis. Ich denke, es sind beides junge Spieler. Ich denke, dass wir auf dieser Position einige Jungs haben. Es kam Rodrigo noch dazu. Und ich denke, das ist wichtig, dass diese Spieler auch, weil die jetzt auch wenig gespielt haben, die letzte Zeit oder gar nicht gespielt haben, auch immer wieder an Spielpraxis kommen. Und wenn diese Möglichkeit besteht, dann wollen wir sie natürlich auch in Anspruch nehmen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann Dankeschön an euch. Danke Coach, danke Marvin. Wir freuen uns dann, den einen oder anderen am Sonntag beim FC 08 Villingen wiederzusehen. Erstmals wieder mit Auswärtsfans seit langer Zeit. Von daher schönen Tag erstmal noch und ein schönes Wochenende. Bis dann zum Sonntag. Ciao.